Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute als erstes der Disclaimer, was ich hier erzähle, ist natürlich keine Art von offizieller Definition, sondern es geht um meine Sichtweise. Außerdem gibt es im Bereich der Kunst ja nur schwer offizielle, korrekte Definitionen. Mir geht es heute darum, mal so ein paar Dinge in der Sichtweise gerade zu rücken. Denn es gibt da eine Sache, die mich schon länger stört. Wenn man das Wort progressive Musik in irgendeinem Zusammenhang in den Mund nimmt, dann springt der Geist vieler Leute, und das sagen sie auch oft direkt, sofort zu krumme Takte. Das ist oft das Einzige, was dann kommt. Und das stört mich ein bisschen. Denn krumme Takte sind ja nicht die Definition progressiver Musik. Genauso wie Kerzenlicht nicht die Definition von Romantik ist, sondern lediglich eine Möglichkeit, die hilft, eine romantische Stimmung zu erzeugen. Und Mehrheitsabstimmungen sind nicht die Definition von Demokratie, sondern lediglich eines ihrer Werkzeuge. Also, darauf wollen wir heute eingehen. Wir wollen schauen, was progressive Musik ist, wenn es sowas überhaupt gibt. Eine Idee, die ich zuerst mal aus dem Weg schaffen möchte, ist die der Musicians Music, also Musik für Musiker. Diese Idee halte ich für völlig unsinnig, denn die meisten Musiker wollen ja einfach gute Musik machen. Und wenn sie sich von anderen Musikern etwas abgucken, dann ist eben gute Musik genau die richtige Musik für Musiker. Es gibt ja auch keine Gemälde für Maler. Der Maler sieht das Gemälde durch eine analytische Brille. Und genauso ist Johnny Cash eben auch super Musik für Musiker, weil es einfach gute Musik ist. Wie gesagt, der Musiker sieht es durch eine analytischere Brille und kann daraus eben dann Dinge für sich ziehen. Und so ist zum Beispiel den Groove von Phil Rudd zu analysieren eine Lebensaufgabe, wirklich. Das geht wirklich in die Tiefe. Und für mich als Musiker ist das sehr viel wertvoller als Musik, die aufgrund künstlicher Komplexität mir oft als Musicians Music verkauft wird. Gute Musik weist ja nicht von sich aus auf ihre Komplexität hin. Genauso wie ein guter Schriftsteller nicht absichtlich vorsätzlich möglichst viele Fremdwörter verwendet, sondern eben nur da, wo sie angebracht sind. Und genauso verwendet man ungerade Taktarten nicht, damit sie bemerkt werden, sondern wenn sie in diesem Moment das Mittel der Wahl zur Umsetzung der musikalischen Idee sind. Und ich durch meine Schlagzeugerbrille bemerke dann eben, dass Living in the Past von Jethro Tull ein 5/4-Takt ist oder Burning Beard von Clutch ein äußerst interessant phrasierter 7/4-Takt. Aber beide Stücke, beide Beispielsongs fließen und grooven einfach super vor sich hin und jeder Hörer kann sie genießen. Wer keine sehr starke musikalische Vorbildung hat, bemerkt nicht einmal, dass es ungerade Takte sind und das ist ja gerade das Schöne. Aber ich als Musiker habe eben noch die zusätzliche Freude der Analyse, die ich aber eben auch bei rhythmisch simpleren Stücken sehr gut haben kann, eben durch die emotionale Tiefe zum Beispiel. Und letztendlich sind Musiker ja auch einfach nur ganz normal fühlende Menschen, die ein Musikstück genießen wollen. So wie eine Sterneköchin auch einfach nur ein gutes Gericht essen will und nicht zwingend etwas, was möglichst aufwendig zubereitet wurde. Das Einzige, was ich persönlich als Musik für Musiker durchgehen lassen würde, sind Etüden. Also zum einen Übungsstücke, die dafür geschrieben wurden, eine ganz bestimmte Fähigkeit zu trainieren und an sich vielleicht dann auch gut klingen, damit das Üben mehr Spaß macht. Und zum anderen Fugen. Also man nimmt ein Thema und variiert es und schaut, was man mit diesem Thema alles machen kann. Eben das wohltemperierte Klavier von Bach zum Beispiel, um zu zeigen, was man mit diesem neuen System, diese neue Art der Klavierstimmung alles machen kann. Und damit eben den Kollegen und den nachfolgenden Generationen neues Vokabular, neues Material an die Hand gibt. Und damit sind wir schon beim Thema Progression. Denn es geht ja darum, etwas Neues zu schaffen. Das Wort Progression bedeutet Fortschritt, Weiterentwicklung. Regression hingegen Rückschritt. Das heißt, es ist eigentlich eine qualitative Beschreibung. Das Wort Progressive Metal oder Progressive Rock, die beiden bezeichnen ziemlich abgeschlossene Stile, die auch in einer gewissen Zeit vorgekommen sind. Progression, progressive Musik ist aber eigentlich das in diesem Moment Neue. Das heißt, wir müssen hier ganz genau aufpassen, meinen wir den Stil oder meinen wir die Qualität? Und für mich ist progressive Musik eigentlich immer die Qualität. Und zwar eine Qualität, die mir eine der heiligsten, der wichtigsten ist. Nämlich der Drang nach Weiterentwicklung, nach Optimierung, nach Verbesserung, nach Fortschritt. Und das kann sich auf zwei Dinge beziehen, nämlich einmal der persönliche Fortschritt, dass man sich selbst als Person oder als Band immer wieder weiterentwickelt oder wie man so schön sagt, neu erfindet, nicht so viel darauf gibt, was die Kritiker sagen,
wie zum Beispiel Bob Dylan oder Bands wie bereits genannt Clutch oder Shining aus Norwegen. Und dann bezieht sich das natürlich auch auf Innovationen in einem bestimmten Bereich, in einem Genre, dass man einen ganzen Stil vielleicht sogar voranbringt. Und da sind gute Beispiele natürlich Jimi Hendrix oder auch Louis Armstrong. Und dann gibt es natürlich noch die Bannerträger, die sich selber immer weiterentwickeln und dadurch immer weitere Innovationen für ihren ganzen Stil schaffen und diesen Stil immer weiterentwickeln und eben als Bannerträger vorangehen. Und da ist ein gutes Beispiel natürlich Miles Davis. Progression ist für mich also die persönliche und nie aufhörende Weiterentwicklung und daraus resultiert Innovation. Die Definition von Innovation ist Neuerung. Man schafft also etwas wirklich Neues, zum Beispiel neues musikalisches Vokabular. Ein Beispiel wäre zum Beispiel im Jazz der Scat-Gesang. Man weiß relativ genau, wann und von wem der erfunden wurde. Und danach wurde dieses neue Vokabular von anderen Musikern aufgegriffen, weiterentwickelt und kreativ in die Musik eingebaut. Neuerung und Innovation kann man natürlich dadurch vorantreiben, dass man ungewöhnliche oder sogar völlig neue Instrumente, Spielweisen, Harmonien, Tonleitern und natürlich auch Taktarten verwendet. Aber die Taktart alleine macht es natürlich nicht. Da kann man ja auch schwerlich etwas neu erfinden. Und zudem ist eine ungerade Taktart an sich noch nicht progressiv. Schließlich gibt es viele traditionelle, volkstümliche Musik, die zum Beispiel in Osteuropa viel auf ungeraden Taktarten basiert. Aber es ist schon ein Antrieb für die Kreativität, wenn man erstmal sich in neue Gebiete vorwagt, die in der westlichen Musik bei uns weniger vorkommen, dann ist das schon mal so der erste Anstoß und daraus resultieren wieder neue kreative Ideen. Aber natürlich kann man auch im Viervierteltakt äußerst kreativ sein, was zum Beispiel eine Band wie Lapras aus Norwegen zum Teil zeigt, die viel auch im Viervierteltakt machen. Und wie gesagt, neue Instrumente, etwas völlig Neues, das ist natürlich auf jeden Fall per Definition schon progressiv. In den 30er Jahren war jeder, der eine elektrische Gitarre in die Hand genommen hat, irgendwie natürlich progressiv, weil es da noch wirklich sehr, sehr neu war. Und genauso ist, obwohl ich persönlich mich damit leider noch nicht viel auseinandergesetzt habe, die elektronische Musik natürlich etwas, was unglaublich viel Innovation geschaffen hat, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde da unglaublich viel neues Vokabular geschaffen, was eben auch bei nicht elektronischen Musikern viel angeregt hat, allein schon durch die Hörgewohnheiten. Und wenn dann noch so etwas wie das Re-Engineering dazukommt, also Bands wie Nerve, die also elektronische Musik auf akustischen Instrumenten interpretieren und dadurch eben viel neues Vokabular für die Musiker schaffen, was dann wieder in anderen Kontexten eingesetzt werden kann. Menschen, die solche komplett neue Instrumente oder neue Spielweisen, neue Technologien nutzen, um bewusst Fortschritt zu machen, Fortschritt zu erzeugen, die nennt man Avantgardisten. Avantgardisten sind Leute, die oft sehr radikal vorgehen, um Veränderungen in der Kunst zu schaffen. Beispiele sind hier natürlich Noise-Musik, aber auch Free Jazz oder die neue Musik, vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts, später, zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel durch Ligeti oder durch Stockhausen natürlich auch. Das ist eben vorsätzliche Innovation, um wirklich zu versuchen, bewusst in neue Gefilde vorzustoßen. Das finde ich sehr wertvoll und hat auch viel, viel neues Vokabular geschaffen. Aber man darf nicht vergessen, dass es eben auch viel innovative Musiker gibt, die sehr subtil neues Vokabular schaffen, was sehr, sehr subversiv in die Hörgewohnheiten eingeht und jeder dann so übernimmt, obwohl es gar nicht vorsätzlich bewusst mit Etikett dran eben Innovation war. Wenn man nun vorhandene Instrumente oder Stilistiken lediglich neu kombiniert, dann ist das noch keine Innovation. Das ist im besten Falle kreativ. Kreativität bedeutet nämlich, dass bereits vorhandenes Vokabular, vorhandene Bausteine, neu und auf noch nicht dagewesene Art und Weise kombiniert werden. In jedem Stil kann man noch kreativ sein, indem man eben ein neues Riff schreibt, was so noch nicht dagewesen ist. Aber das ist eben, wie gesagt, keine Innovation. Eine Stilkombination wird ja auch gerne Crossover genannt und das Wort bezeichnet ja schon irgendwie, dass es sich überschneidet, aber dass es nicht verschmilzt. Crossover bezeichnet ja oft die Kombination von Hip-Hop und Rock oder Heavy Metal. Und diese beiden Elemente bleiben dann oft weiterhin erkennbar, sie verschmelzen eben nicht. Und das nennt man dann Eklektizismus. Eklektisch ist, wenn zwei abgeschlossene Systeme an sich erhalten bleiben, aber eben kombiniert werden. Aber sie bleiben weiterhin erkennbar. Eine Band, die das sehr schön vorführt, ist Diablo Swing Orchestra. Und die kombinieren Heavy Metal
und den frühen Swing der 30er Jahre. Diese beiden Stilistiken bleiben aber ganz klar erkennbar. Und die Elemente, die daraus verwendet werden, bleiben ganz klar eigenständig erkennbar. Sie werden aber sehr interessant kombiniert, kann man sehr gut hören, sehr anregend, kann ich sehr empfehlen, gute Band. Der nächste Schritt wäre jetzt, wenn man wirklich innovativ sein will, dass man aus diesem Eklektizismus eine Synthese schafft, dass die also verschmelzen, um etwas komplett Neues zu bilden. Also das Zusammenführen zweier Stile ist nur der erste Schritt und daraus entsteht dann, wenn man es darauf anlegt, innovativ zu sein, etwas wirklich komplett Neues. Bands, die das geschafft haben, sind zum Beispiel Empyrium aus Deutschland, klassische Musik und Black Metal kombiniert. Bereits genannt Shining aus Norwegen kombinieren Free Jazz Elemente und Industrial Metal. Natürlich Panzerballett aus Deutschland, kennt sicherlich viele von euch auch, Heavy Metal und Jazz kombiniert, wobei da sind die Elemente noch klar erkennbar. Coppelius, die ich sehr gerne mag, spielen auf einer sehr ungewöhnlichen Kombination von Instrumenten und haben aus der Kombination von Gothic, Heavy Metal und klassischen Elementen eben ihren ganz eigenen Stil geschaffen. Wenn euch mehr zu diesem Thema interessiert, ungewöhnliche Musik, anregende Musik, Crossover, Eklektizismus, verschiedenste Stilkombination. Ich werde demnächst auf Instagram und auch wahrscheinlich auf YouTube eine Serie machen. Gibt ein Album der Woche, wo ich euch dann jeden Montag ein interessantes, kreatives, anregendes Album vorstellen werde. Also wenn ihr nicht schon abonniert habt, dann macht es jetzt. Abonniert mich auch auf Instagram. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr zu dieser heutigen Folge sagt. Was ist eure Sicht auf innovative Musik, kreative Musik? Wie seht ihr das? Was ist für euch progressive Musik? Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.